Weiter geht's mit Alien Isolation. In der letzten Folge sind wir hier im Hauptkommunikationsraum angekommen und haben herausgefunden, dass Samuels und Taylor noch leben. Unsere beiden Kollegen, mit denen wir herkommen wollten. Allerdings blieb das nicht ganz unentdeckt, wie man schon im Hintergrund hören kann. Deswegen müssen wir gucken, dass wir hier schnell wegkommen, bevor wir von diesen Killer-Androiden geschnappt werden. Ich würde sagen, wir klettern einfach mal durch den Lüftungsschacht und gucken mal, wo es sicher ist. Hier sieht es auf den ersten Blick relativ ruhig aus. Das Ding ist, ich habe in der Zwischenzeit vergessen, wo ich hin muss. Ich weiß, dass wir jetzt unsere Leute retten wollen. Taylor war ja verletzt. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade auf dem Weg hin. Nur ich weiß nicht genau, wo wir halt auf der Karte hin müssen. Ich glaube noch hier, das ist dieser Kreis. Egal, wir gucken uns einfach mal um. Mal sehen, wo wir hier lang können. Das Gute ist, diese Roboter sind nicht so gruselig wie das Alien. Keine Ahnung, warum das Alien so viel gruseliger ist, aber vor denen habe ich nicht so viel Angst. Wenn jetzt beide genau vor mir stehen. So, gehen beide da rein. Das ist natürlich ungünstig. Aber da auch raus müssen, glaube ich. Obwohl, wenn sie beide reingehen, und wir dran vorbeilaufen vielleicht. Was für Unterbrechung? Laufen wir einfach mal hier durch. Na, hier ist niemand. Da hinten läuft auch noch einer. Hier so. Oh shit, da kommt der her. Laufen einfach durch. Ich weiß, dass hier irgendwo der Ausgang war schon. Nix war das. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. Ich laufe einfach mal durch. Oh Gott. Wo lang war es jetzt? Ich glaube hier lang. Gut, dass wir keine Stamina haben. Da kommt er dann gegen, scheiße. Oder wo war die Tür? Wo war die Tür? Geh auf. Okay, geh zu. Shit, kommt die hier rein? Ich hoffe mal, ich habe das nicht gescheckt. Eigentlich dachte ich, ich kann vielleicht direkt durchlaufen. Da kam mir halt direkt einer entgegen. Es hat irgendwie mehr geworden, habe ich das Gefühl. Ich sehe jetzt gerade keinen mehr hier durchs Gitter. Gucken mal, das Problem ist, dass es rausgeht, dann halt Ewigkeiten dauert. Okay. Hat er mich gesehen, oder? Bin nicht ganz sicher. Okay, wie weit ist es noch? Noch ein kleines Stückchen bis hier. Also reinkommen können die hier anscheinend nicht. Oh, Suche wird abgebrochen. Das hört sich gut an. Dann warten wir noch mal kurz einen Moment und dann klettern wir raus. Ich sehe hier niemanden mehr. Schritte höre ich jetzt gerade auch keine. Komm. Risiko. Das dauert halt Ewigkeiten, die das klettern. Okay. Ich sehe. Der guckt gerade nicht. Der sagt, dass hier keiner mehr ist. Sehr gut. Und wir rennen einfach. Hier rein, hier runter. Ich weiß es nicht genau. Wir speichern einfach mal. Okay. Wir speichern nicht. Ich weiß nicht, was für ein Geräusch das war. Wir hauen ab. Ich weiß halt nicht mal, ob wir runter müssen überhaupt, aber ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob die Roboter hier unten jetzt auch böse sind. Bis jetzt sieht noch alles ruhig aus. Die Tür hinten leuchtet jetzt grün. Kommt mir ja vorhin nicht durch. Mal sehen. Ich glaube, die geht jetzt auf. Was war das für ein Geräusch? Ich gehe mal hier an diesen Detektoren vorbei. Ich sehe niemanden. Ist halt die Frage, wohin? Hier, da leuchtet es grün. Ich glaube, das ist das Zielpunkt dann. Das war nur eine Tür. Hier war das, oder? Nee, hä? Richten Sie zurück durch Sexton's Communication.
Hier können wir auf jeden Fall speichern. Okay. Gucken einfach mal gleich hier die Treppe runter, mal sehen, wo es hingeht. So. Flüchten, flüchten, flüchten. Das kann ich mittlerweile ganz gut. Was anderes außer Laufen mache ich ja nicht. Da steht einer. Wir müssen da durch. Okay. Ich weiß nicht, ob die böse sind. Oder ob ich hier sein darf. Aber eigentlich ist ja hier keine verbotene Zone. Ich glaube, der hat rote Augen. Ich glaube, rote Augen ist kein gutes Zeichen. Oh nein, ich höre Schritte. Das sagt mich nicht, dass das Alien jetzt auch noch hier ist. Wie lange wird er da noch stehen? Ja, sehr gut, geh weiter. Okay. Noch ein Stabilisator ist in die Luft gegangen. Haben wir hier schon mal drin? Nee. Neuer Weg. Kein Zugang. Gehen wir mal rein. Gut, hier haben wir ein kleines Versteck. Und noch ein bisschen Loot. Den wir aber nicht mehr mitnehmen können. Super nervig. Ach, mal sehen, wo es hier lang geht. Direkt mal nach oben. Eigentlich wollen wir ja nicht nach oben. Ich höre wieder Schritte. Ah, nein. Können wir die Tür jetzt öffnen? Was ist das hier für eine Tür? So eine Plasmaschneidertür oder wie? Womit dauert das lange? Ah, okay. Wo sind wir jetzt? Ein bisschen die Orientierung verloren. Okay, da unten sind wir gerade reingegangen. Hat es jetzt nicht wirklich gelohnt, der Rundgang. Man müsste halt irgendwie an dem vorbeikommen. Bewegt sich irgendwie nicht. Oder nicht viel zumindest. Es hat Schritte. Okay, jetzt läuft er mal. Ich glaube, hab ich schon gesehen. Okay. Ja, ja, ja. Wollen Sie mir? Ja, nee. Ich mach einen Abgang. Schnell, schnell, schnell. Dann noch hier runter. Ich hoffe, die kommen nicht mit rein. Ich hoffe mal, der kennt den Weg nicht, dass er jetzt irgendwie unten auf mich wartet. Das wäre jetzt ganz ungünstig. Okay. Ja, schlauer als so aussieht. Oh, bitte, bitte, bitte kletter doch schneller. Shit. Wir holen jetzt einfach schnell mal hier ab. Als wenn. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz großes Problem. Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier oben zwei und unten einen. Ich will mich auch nicht einmischen, ich will einfach nur weg. Tja. Was mache ich jetzt? Soll ich einfach kurz mal ein bisschen warten? Vielleicht vergessen die mich. Guck mal noch einmal runter. Einmal hier in den Schrank reingehen, schnell. Gucken, was passiert. Sehen? Sagt hier irgendwas? Ne, scheint gerade keiner in der Nähe zu sein. Doch, doch. Wer steht still? Oh Gott, ich wollte die Tür nicht aufmachen. Es kommt keiner rein. Ich muss einfach mal durchkommen. Die Schritte werden lauter. Da steht jemand direkt vor der Tür. Komm, beweg dich.
Wenn ich wüsste, wo ich hin muss, würde ich ja direkt durchsprinten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Soll ich den töten? Ich weiß nicht, wie viel die aushalten. Guck doch noch in diese Richtung hier, na toll. Ach, wieso bin ich hier wieder in die Sackgasse gelaufen? Da scheint sich nicht wegzubewegen. Dann gucken wir nochmal nach oben. Irgendwie müssen wir hier rauskommen. Da sehe ich schon mal keinen. Da auch nicht. Dann schleichen wir uns hier mal langsam und leise durch. Da wäre ein Schrank. Da ist keiner außer der da immer steht. Wir müssen jetzt zu nerven. Oh, er ist weg. Nee, doch nicht. Haben wir doch nicht gesehen. Ja, er geht. So, wir wissen jetzt, da ist einer. Und der Rest steht einer. Oh. Hab ich bitte nicht gesehen. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Oder gibt es noch einen anderen Weg? Ne, wir können hier rum oder da durch halt, aber... Beide Wege werden von den einen abgekämmt. Ist das nervig. Vielleicht können wir irgendwas verwenden, irgendein Item, um die abzulenken, hierher zu locken. Und dann gehen wir unten durch. Die Frage ist nur, was wird noch irgendwie so mal so ein Geräuschemacher oder sowas? Genau, da. Nach der Aktivierung gibt dieses selbstgebaute Vorrichtung einen anhaltenden, schrillen Ton von sich, der viel Aufmerksamkeit erregt. Das Gerät aktiviert sich 4 Sekunden nach dem Platzieren. Das könnten wir benutzen. Es hat nur die Frage, ob auch der da unten angelockt wird. Die Sekunden nach dem Platzieren. Wir stellen das einfach mal hier hin. Hauen dann dadurch ab. Weil der eine da unten scheint sich nicht wegzubewegen. So, Geräuschmacher. Ich will ihn ausrüsten. Wie mache ich das denn? Oh, ist er weg. Rechtsklick, linksklick. Oh Gott. Aber es hat funktioniert. Das waren auch schnelle 4 Sekunden. Okay, so, hier unten raus. Hat das sich aktiviert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt. Mal sehen. Oh, er ist weg, perfekt. Jetzt sprinten. Noch nicht schlagen. Nicht immer auf links klicken. Jetzt sprinten wir hier schnell durch. Also, was heißt schnell, aber halt, so schnell es geht. Gut. Was ist hier? Waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Gucken wir mal kurz rein. Ich glaube, wir können auch wieder normal laufen. Wir haben hier ein Terminal. Mal sehen, ob es irgendwas Interessantes gibt. Ordner fehlerhaft. Anrufregister am Vormittag. Was ist da oben los? Ich habe auf einen Anruf gewartet und... Apollo, bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Hallo? Mein Hiwi-Android verhält sich seltsam. Er hört auf keine meiner Anweisungen. Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Ich brauche Hilfe. Ich bin in meiner Wohnung gefangen. Da ist nicht ein Android und... Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Na, perfekt. Haben wir eine kleine P-Funktion. Verbinden Sie mich mit dem Büro des Marshalls. Es ist ein Notfall. Hier habt ihr mal meinen Laden aus. Ich... Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Er ist weg. Es hat ihn getötet. Ich glaube, es ist noch immer hier. Bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Na super. Datei fehlerhaft. Zubehör gibt es nichts. Okay. Hier haben wir was zum Umprogrammieren und nochmal eine Karte. Mal sehen. Was gibt es hier? Luftreinigung und Beleuchtung sind gut. Ich aktiviere mal den Türzugriff einmal. Oder auch nicht. Wie war das nochmal? Da muss ich erstmal das deaktivieren, damit ich hier was aktivieren kann. Nee.
Damit kann ich hier gar nichts machen. Jetzt vielleicht? Ne, alles gesperrt. Okay. Dann haben wir jetzt halt Licht- und Luftreinigung ausgemacht. Was haben wir hier für eine Tür? Tür verschlossen. Ah, danke. Können wir mal da reingucken, wo sie muss hingeht? Das ist eine Abkürzung außenrum. Was haben wir? Jetzt können wir hinter die verschlossene Tür gucken. Eine Kiste mit Loot. Aber ich meine, das Inventar ist sowieso komplett voll. Ist das hier? Klettern? Ach, ist hier so eine blöde Tür, die ewig braucht zum Aufmachen. Na komm. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Vielleicht mit diesem Kühlraum da. Ah ja. Sehr gut, dann sind wir schon mal ein Stück dichter an unserem Ziel dran. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier durch und dann unten raus. Sollte hoffentlich klappen. Ja, und hier haben wir die Luftreinigung ausgemacht. Ist hier nichts mehr. Aber egal. Da steht direkt jemand und guckt natürlich in unsere Richtung. Hat er mich gesehen? Nee, ne? Gott. Bin sich jetzt aber schon mal ein Stückchen zurück und hoch. Eigentlich dürfte Märchen nicht gesehen haben. Da steht noch jemand rum, das kann auch nicht wahr sein. Kann ich mich da an der Wand langschleichen? Ja, bringt ja eigentlich nichts, weil da hinten guckt er trotzdem noch hier hin. Ja, sind die nervig. Und wie sind das auch einmal so viele geworden? Ja, er guckt immer noch. Gab's da oben noch einen Weg? Ich glaube nicht, ne? Hier wird mir einer angezeigt zwar, dafür bräuchte ich aber diesen Plasmaschneider. Und den haben wir halt nicht. Ja, unsere beste Chance ist es doch, ganz dicht an dieser Wand lang zu schleichen. Ich dachte, kurz hat mit mir geredet, aber ich glaube nicht. So, mal sehen. Er ist weg. Frage nur, wohin? Da ist er noch, okay. Ich hab schwer geschlagen. Hat aber nicht gehört, wie es aussieht. Er kassiert Schritte rechts über mir. Gut, ich glaube, er sieht mich hier nicht, oder? So. Jetzt kommt das Problem halt. Er da. Wie soll ich hier bitte vorbeikommen, ohne dass der mich sieht? Geräusche mache habe ich auch nicht. Wir könnten natürlich eine EMP benutzen, aber die war halt ultra teuer. Wir haben nur eine einzige. Wir könnten einfach auf gut Glück versuchen, hier vorbeizuschleichen. Vielleicht rafft er das nicht. Der hinten geht weiter weg. Okay, wir versuchen es einfach. Wir gehen da vorbei. Und im Notfall laufen wir einfach durch bis nach da hinten. Was kann schon schief gehen? Los geht's. Okay, habe ich nicht gesehen, aber hier ist eine Sackgasse. Wie soll ich denn da durchkommen, hä? Kann ich ihn irgendwie ablenken? Ich wüsste nicht wie. Ich weiß aber auch nicht, was passiert, wenn er mich erwischt. Bin ich dann sofort tot? Komm, ich schieße einfach mal. Mal sehen, was passiert. Okay, gar nichts. Okay, was? Ich bin tot, oder? Nee? Ich bin gar nicht. Shit, wo lang? Wo lang? Da lang nicht.
mehr so tot. Fast tot. Bitte hab mich nicht. Oh, links rum, ne? Ja. Und jetzt? Rechts und dann links wieder. Das ist der Fahrstuhl. Komm, schnell, schnell, schnell. Und zu. Alter, diese dreckigen Viecher. Ich wüsste nicht, wie ich da hätte durchkommen sollen, ohne irgendwie noch mehr Granaten zu verschwenden. Aber jetzt haben wir halt zwei Schüsse verschwendet. Aber die haben nicht so viel gebracht auch. Ich meine, ich habe die zweimal in den Kopf geschossen. Och nein, wie war das, Ellie? Okay, wir benutzen erstmal einen Medikit. Medikit, ne, Rechtsklick. Ich höre schon, das kann nicht wahr sein. Wie, es kommt das direkt hier. Das Medikit halt nicht mehr komplett voll. Ich weiß, es oben rechts direkt. Shit, eine Tür war, wollte ich sagen, aber... Es klingt doch so, als wäre das Alien oben rechts. Ich muss hier weg. Warte, ich muss unten rum, oder? Ja, wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe hier zum Lüftungsschacht. Wir gehen auch einfach mal rein. Da sind wir erstmal sicher. Dann laden wir einmal nach. Steht immer noch ein Schuss Leder nach. Na super. Gut, Karte gucken. Wohin müssen wir? Nehmen Sie den Transit zum Schmidt-Turm? Schmidt-Turm? Keine Ahnung. Das heißt, wir müssen wieder zum Bahnhof. Ja. Weg zum Bahnhof kenne ich noch. Wir gucken trotzdem mal hier rein. Ich kann mittlerweile die Tür aufmachen hier. Ein bisschen Schrott brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Mittlerweile ist echt alles voll. Der ist leer. Lastenbeschleuder benötigt. Mein Gott. Gut, dann gehen wir zum Bahnhof. Das war, glaube ich, hier wieder runter die Treppe, wo wir gerade hochgelaufen sind. Und dann gerade durch den großen Raum. Sehe ich hier jemanden? Nee. Hör ich was? Glaube auch nicht. Oh Gott, das war die Tür, die zugeht. Mal rüberpieken. Ich sehe gar nicht, ich könnte einfach durchsprinten, aber ich habe Angst, dass es jemand hört. Oh Gott! Mein. So ist gut, ja. Hat jemand gehört? Junge, als wenn ich auch genau drauf trete. Okay. Der Alien ist nicht gekommen. Überall gehen Türen auf. Komm ich hier durch? Nee, immer noch verschlossen. Gleich sind wir da beim Bahnhof. Hier ist durch? Immer noch nicht. War auch irgendwo ein Speicherpunkt, meine ich. Speicherpunkt wäre jetzt nett. Da ist er. Wir halten uns nochmal kurz vorher. Dieses Inventar mache ich immer noch ein bisschen fertig. Q-Inventar öffnen. Okay, wir speichern einfach erstmal jetzt schon. Schnell, schnell, schnell. Haltestätten. Oh, okay. Für Sixo Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solution. Gut. Jetzt versuchen wir nochmal das Medikit zu verwenden. Nein. Rechtsklick. Und R. So, jetzt habe ich's. Noch lang genug gedauert. So. Da müssen wir hin. Zug ist schon da. Perfekt. Dann sagen wir mal... Abfahrt. Und was zu mitnehmen hier? Nö. Okay. Mal sehen, wo es hingeht. Ob wir noch rechtzeitig kommen, um wie Taylor zu helfen. Wir sollten noch ein paar Medikits aufheben, glaube ich. Bin ich so Samuels und Taylor. Sehr gerne. Ein bisschen Begleitung kann ich schauen.
Und im Notfall können wir dann Taylor opfern. Die macht ich sowieso nicht. Da, oh. Ist das Samuel? Ripley, Taylor ist hier drüben. Einer? Ripley? Ist das Ripley? Ja, ich bin's. Hi. Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Oh, perfekt. Okay, wir haben hier wieder 100 Wege. Und ich schaffe immer noch nicht, wie die das überlebt haben. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, noch nicht genau, wo ich hin muss. Krankenstation ist wo? Sieht mir noch da oben aus. Also da lang. Also keine Ahnung, wie die das überlebt hat. Die war draußen, wurde von dieser riesigen Platte getroffen und hat sich dabei verletzt. Das heißt, sie hat irgendwie ein Loch in ihren Raumanzug gehabt und hat es trotzdem noch hier reingeschafft. Ich dachte, wir wären sofort tot. Keine Ahnung. Was wäre denn? Hier ist ein Kartentisch, sehr gut. Mal sehen. Ja, hier ist die Krankenstation. Ich würde sagen, gehen wir auch mal hin als erstes, oder? Ich meine, er meinte, wir sollen uns beeilen. Wir wollen ja nicht unnötig lange leihen lassen hier. Abgeschlossen? Was abgeschlossen? Ach nein. Ist das ein Roboter? Nee, oder? Nicht ganz sicher. Geil. Wir folgen uns im Plan, da reinzugehen. Gucken wir mal kurz hier lang. Hier gibt es aber auch nichts. Na gut. Dann suchen wir weiter nach Medikamenten. Ja, Kameras, die uns beobachten. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Okay. Hier ist anscheinend noch mehr Überlebende. Was haben wir hier? Schrott. Och, voll. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Okay. Klingt mir ein bisschen zu sehr einladend. Na los! Trödeln Sie nicht so herum! Okay, den ganzen letzten Leuten, die wir begegnet sind, die wollen uns alle umbringen. Mal sehen, wie es hier aussieht. Ich habe auf jeden Fall den Revolver im Anschlag. Finden Sie einen Weg in die San Cristobal Krankenstation. Okay, keiner hier. Wer hat denn hier gesprochen mit mir dann? Keine Ahnung. Vergessen Sie die Tür. Die Marshals haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Okay. Dann gucken wir mal nach einem Lüftungsschacht. Und das ist er ja. Dann mal rein hier. Keine Sorge, ich schließe den Schacht hinter Ihnen, um auf Nummer sicher zu gehen. Okay, der ist irgendwie zu nett. So. Jetzt war für ein Stück weit. Jetzt war für ein ziemlich gutes Stückchen weiter oben. Und die Geräusche fangen wieder an. Kein gutes Zeichen. Wie lang geht der Gang bitte hier? Die Besuchszeiten sind von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Vielen Dank. Wo sind wir jetzt? Da ist eine Kamera, die mich beobachtet. Hier ist alles zu. Und das blinkt einfach nur. Hier haben wir einen Kartentisch, perfekt. Nehmen wir mit. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Schlüsselkarte benötigt. Gut, der einzige Weg hier. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Wer ist uns? Wo sind Sie? Hallo?
scheint immer noch alles zu funktionieren. Da saß gerade jemand. Man hat ihn ganz kurz links am Bildschirmrand gesehen. Ja, wir speichern erstmal, damit sind wir sicher. So, gut. So. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Morleys Büro ist am wahrscheinlichsten. Finden Sie Morleys Büro? Wie muss ich das denn jetzt finden? Kann mir nicht einfach sagen, wo es ist? Ich meine, er arbeitet doch hier. Gut, aber wie es aussieht, haben wir nur einen Weg. Und der fügt wieder durch den Lüftungsschacht durch. Oder auch nicht? Was habe ich gedrückt? Ich habe nicht gelesen. Oh. Okay. Gucken wir mal hier rein. Na los. Also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Naja, können wir machen. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo die... Tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Ja, keine Ahnung, hier war ein Speicherpunkt, also ist der richtige Weg. Erzähl mir doch nichts. Oh, einfach nochmal speichern. Sicher ist sicher. So. Gucken uns einfach mal hier komplett um und decken die Karte auf. Ganz genau. Diesen. Okay, da sind wir hergekommen und das ist nur ein Rundgang. Korridor entlang. Würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Rundgang. Gucken, was hier noch so rumliegt. Versteckmöglichkeiten. Zugangscode. Hier haben wir. Oh, ja. Sehe schon. Liegt ein dicker, warmer Raumanzug. Sie was? Ich habe hier eine Gummizelle auf der Raumstation, also wirklich. Und wirklich gut um die Patienten haben sie sich auch nicht gekümmert. Probleme dringen nicht zu ihnen durch. Sie sind allein. Sie sind sicher. Wie fühlen sie sich? Sie stehen auf einem... Ja, suchen. Sensor, Sensor, Schrott. Oh Gott, was sind das für Geräusche? Sie wissen, sie können zurückkehren. Natürlich ist da drinnen dunkel. Kartentisch. Okay, hier geht's noch weiter, na toll. Können wir uns verstecken? Merken wir uns schon mal? Weil irgendwer scheint die ja zu sein. Man hat gerade schon Geräusche gehört. Mal sehen, was können wir hier neu verkabeln? Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt die Kamera ausmachen, sieht er uns wahrscheinlich nicht mehr, ne? Türzugriff ist an. Luftreinigung ist an. Türzugriff ist an. Sieht alles gut aus. Wir lassen es erstmal so. Aber wir gucken uns ja mal um. Leuchtfackeln haben wir schon genug. Ansonsten sehe ich erstmal nichts auf den ersten Blick. Ne, die Tür ist auch zu. Und da liegt nichts rum. Okay. Dann gehen wir jetzt dahin, wo er wollte, dass wir hingehen. Einfach hier durch war das, glaube ich. Und dann hier lang, wie es aussieht. Die rechte Tür ist zu. Jetzt haben wir zwei Wege. Dann müssen wir es aufknacken. Und das Gerät unzureichend. Na gut, dann hacken wir uns hier mal durch. Wie ging das nochmal? Genau, dadurch dann die richtigen Sachen auswählen. So. Und auf mit der Tür. Perfekt. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Okay. Oh. Sorry. Zugangscode wahrscheinlich in dem Terminal drin. Und mehr sehe ich hier auch nicht. Okay. Gucken wir mal rein. Medikamentenmangel. Dr. Lingard, wir benötigen hier Stimulantien-Nachschub. Uns geht der Vorrat aus. Und noch dazu scheint Coleman das Zeug wie Süßigkeiten zu verteilen.
Den Logs nach war er diese Woche schon 16 Mal in der Arzneiausgabe. Wir müssen die Medikamente rationieren. Die Bevölkerung von Sevastopol wird mehr und mehr brauchen, je näher die Stilllegung rückt. Können Sie mit Kuhmann reden und herausfinden, wohin die Medikamente gehen? Zweite Datei ist fehlerhaft. Okay. Quarantäne auf der Krankenstation. Hast du den Zugangscode gefunden? Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Okay. Zugriff nur für Führungspersonal. Quarantäne. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Okay, Quarantäneprotokoll. San Cristobal Krankenstation. Aktiv. Der Zutritt zum primären Pflegebereich ist ausschließlich Marshals und Führungspersonal gestattet. Der Zugangscode ist 1702. Systemscans zur Entdeckung möglicher Quarantäneverletzungen erfolgen alle 15 Minuten. Okay, ein Vorposten des Fortschrittes. Beunruhigte Anwohner. Das Recht, Waffen zu tragen, hat sich auch im Kolonialweltraum durchgesetzt. Allein, verwundbar und Lichtjahre vom Gesetzesvollzug entfernt. Wer konnte den Reisenden schon die Möglichkeit verwehren, sich selbst und ihre Familie zu beschützen? Die Schattenseite dieses Argumentes ist Sevastopol, wo sich Verbrecher mit Schusswaffen häufen. Sie drehen sich in einer vergessenen Ecke des Weltraums im Kreis. Die Bewohner sind deprimiert und niedergeschlagen. Wer es sich leisten konnte, ist schon vor Jahren abgehauen. Freunde und Nachbarn blieben zurück, zwischen verlassenen Geschäften, rostigen Systemen und den vergessenen Träumen wirtschaftlichen Aufschwungs im Weltraum. Die Bewohner Sevastopols fühlen sich getäuscht, angelockt von Unternehmen, die nicht wahrhaben wollen, dass die Weltraumblase kurz vor dem Zerplatzen stand. Sie sind wütend, verzweifelt und zusehend gespalten. Das jüngste Vorgehen der Colonial Marshals gegen den Schwarzmarkt verstärkte die Feindseligkeiten. Die Station scheint jeden Tag ein Stückchen näher in den Abgrund zu rücken. Okay, das heißt, jeder hat hier Waffen gehabt. Dafür haben wir bis jetzt aber ziemlich wenig Waffen gefunden. Gut, das war's. Was war das? 1702? 1702, ja. Gut, dann suchen wir jetzt die Schlüsselkarte. Finden Sie den Doktor und seine Schlüsselkarte. Gut. Die Frage ist, wo ist er? Und wieso blinkt hier alles rot? Oh nein. Bitte kein Alien. Oh mein Gott, es kommt da raus. Zeit für den Schrank, Zeit für den Schrank, Zeit für den Schrank. Scanner sagt nichts. Durch die Tür kommt auch keiner. Ach, wieso ist das Alien jetzt auch hier? Die Station ist so riesig, kann das nicht mal woanders hingehen? Wieso muss es immer mir folgen? Hör ich was? Ne. Und wer steht jetzt direkt vor der Tür? Wo ist der Typ hin? Ihr könnt mir doch erstmal durchsagen, wo das Alien ist, oder nicht? Das soll sich mal nützlich machen. Oh nein. Bitte komm ich hier runter. Oh Mann. Wo müssen wir hin? Wir haben keine Markierung, wo wir hin müssen. Er ist... Oh doch, hier müssen wir, glaube ich. Er ist hier reingegangen. Da, wo wir auch lang müssen, natürlich. Zurück. Ja, kommt er. Oh Gott. Wenn er jetzt hier rumgeht, sind wir so tot. Können wir niemals raus. Ich höre ihn hier noch. Okay, hab schon kurz gedacht, er sieht uns nicht. Ja, okay. Shit, wo habe ich den gespeichert? Ach, dieses nervige Vieh. Danke auch für die Warnung an den Typen, der da oben sitzt. Oh, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Wirklich nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arzneiausgabe... Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Die Klappe. Meine Zugangsprivilegien widerrufen. Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden.
besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Coolman, Ende. Okay. Dann haben wir die Hälfte der Nacht verpasst, aber Coolman scheint ein ganz entspannter Typ zu sein. Jetzt habe ich nur leider die Orientierung ein bisschen verloren. Wir müssen auch nochmal alles nochmal neu erkunden. Hier lag nichts drin. Bei Verkabeln haben wir auch nichts gemacht. Das heißt, hier müssen wir nicht weiterlaufen. Wer ist er? Ist er Coolman? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Oh, hier gab es diese komischen Gummizellen. Da können wir uns verstecken. Das merken wir uns schon mal. Dann haben wir noch ein paar Sachen. Sie sitzen am Ufer eines Flusses. Nee, tue ich nicht. Alles einmal machen hier. Gut, hier kam das Alien, glaube ich, irgendwo raus. Hier. Die Frage ist, wo laufen wir am besten lang? Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Soll ich einfach versuchen, durchzusprinten? Oder ist das zu riskant? Jetzt muss ich den Schwan nochmal aufhängen hier. Und Dreieck. Das hier und das hier. So, auf der Tür. Passwort war 1702. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Das stimmt. Der war hier drin. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Ja. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug. Gut, springen wir einfach durch. Schaffen wir das? Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Na, das schaffen wir. Sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir ganz easy. Oh Gott. Das Ding ist komplett nutzlos. Und jetzt macht es irgendwas. Okay, es ist weggegangen. Aber ich höre es noch laufen. Ich warte erstmal kurz hier und guck mal, wo es hinläuft. Wir müssen nur hier hin. Das ist machbar. Wir müssen auf den richtigen Moment warten. Es hat keinen Plan, wo es hin ist. Ich glaube, ich hör's. Oh, da war es gerade in der Mitte vom Raum. Es ist links irgendwo rauskommen wahrscheinlich. Wieso läuft das hier jetzt rum? Was willst du von uns? Nein, nein! Bitte, bitte. Ich wollte Leerzeichen drücken. Leertaste mal nicht. Gott, das war in der Nähe sogar. Hat es mich gesehen? Nee, ne? Was macht das? Ich glaube, es ist direkt neben uns. Ist eigentlich das Piepen von diesem Sensor? Okay. Dieses Mistvieh. Ist wieder da im mittleren Raum, da hat man es gerade kurz gesehen, da steht's. Guckt sich um und geht nach rechts. Komm, ist ganz leise. Ach Mann, ich kann es ja nicht sehen. Es ist warm. Sie sind von Freunden umgeben. Die Sonne steht hoch am Himmel über ihnen. Das ist. Was kommt da durch die Tür? Bitte komm doch nicht rein. Es hat keinen Grund, hier reinzugucken. Es ist gerade eben schon lang gelaufen. Ich sehe es nicht mehr auf dem Radar. Was war das? So, die Richtung, wo ich hingucke.
Oh. Na toll. Sein freundlicher Sommertag. Ah. Jetzt muss ich wieder alles nochmal aufsammeln, anhören und erkunden. Ja. Kurzer Cut, bis wir beim Computer sind, wo es das Passwort gibt. Gut, hier sind wir wieder. Hab ich wieder reingeknackt, den Kartentisch verwendet, die Sachen wieder aufgesammelt. Jetzt gucken wir hier das Code 1702 an. Und sprinten wir durch. Das Durchsprint hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Und diesmal laufen wir weiter. Ich glaube, das... So, jetzt nicht erschrecken, die Kamera geht automatisch hin. Und wir sprinten einfach durch. Solange das Ding noch in der Cutscene festhängt. 1702. Bitte. Danke. Warte. Laufen. Schrank. Verstecken. Hier. Okay. Eigentlich würde das jetzt nicht in der Nähe sein, ne? Ich hätte einfach weiterlaufen sollen. Ich bin ein Trottel. Ist es nicht da? Weiß nicht, wo ich hin muss. Hier wäre ein Schrank, okay. Merken wir uns. Nichts zu erkennen auf dem Sensor. Da blinkt irgendwas. Wir schleichen uns einfach durch. Was soll mir das sagen? Molly. Was, untersuchen Sie die Räume auf... Scheiße, es kommt. Bitte komm nicht rein. Zum Schrank. Das ist da vorbeigegangen. Schnell. Mach bitte leiser zu. Ich habe es gar nicht gelesen, was da stand. Da ist es. Das ist mir immerhin, da drüben ist auch eine Tür. Das Ganze ist aber unmöglich wissen, dass wir hier sind. Das Science hat die super Nase. Hallo? Nee, komm, erzähl mir nichts. Besser ist. Ich dachte kurz, das hat mich jetzt echt gesehen. Okay, ich glaube, es ist durchgezogen. Ach komm, wo sind die Räume bitte? Die sind ja irgendwo am Ende der Welt. Was ist laut? Tür zu? Tür ist aus irgendeinem Grund noch offen. A26? 29 und 21. Oh Gott. Das habe ich jetzt aber gesehen, oder? Du warst da gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass die Tür aufging. Und der Punkt auf dem Radar war. Ich weiß, wenn wir noch laufen. Kann es nicht mal woanders hingehen? Es sind nur noch genug Leute, die sie fressen können, ja. Ein Geräusch machen. Das klingt nicht so gut. Sie ist immer noch auf dem Radar. Jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, wir ziehen durch. Wo ist es denn hin verschwunden? Egal, wir gehen einfach hier durch diesen Raum. Guck mal, wo es hingeht. Karte, nehmen wir mit. Was ist das hier? Achso. Schränke. Ich dachte, da kann man sich verstecken vielleicht. Was ist mit dem Doktor? Lebt er noch? Der meldet sich nicht mehr. Hier wäre noch ein Raum. Da kann man sich verstecken, perfekt. Der Radar sagt nichts. Revolver-Munition, sehr gut. Schritte.
Bitte. Das ist ganz leise. Jetzt hört man es lauter. Das Ding will ich unbedingt tot sehen. Ich glaube, es ist weg. Kurzer Check der Karte. Wir müssen dahin. Ich weiß noch nicht, von wo aus man hinkommt. Da oder da? Ich muss einfach weiter umgucken. Okay. Es war noch da. Gut, ich habe mal weggewartet. Es sollte weg sein, hoffe ich mal. Ich weiß nicht genau, wo es hin ist. Wir schleichen uns einfach von Raum zu Raum. Pistole nehmen wir mit. Da kommt es. Bitte rein da. Gott. Wie oft kommt es denn hier vorbei? Da war's. Und es trägt irgendwie ein Hütchen mit sich rum. Als Warnung. Ich glaube, es sitzt in den Raum, wo wir gerade drin waren. Und läuft. Immer weiter weg? Nee, tut's nicht. Er steht direkt vor der Tür, glaube ich, ein bisschen weiter rechts. Und jetzt geht's wieder. Mein Gott. Okay, ich höre keine Schritte. Ich höre Schritte. Ich bin so tot, oder? Oh mein Gott, ich dachte, ich hätte mir die Tür gehört. Alter. Ist es in diesem Raum drinne da? Die Stimme spricht wieder. Müsste, glaube ich, direkt links neben uns sein. Ich kann es zwar nicht genau erkennen, aber ich meine, da piept irgendwas. Kann ich mich hier drin hinhocken? Oder steige ich dann raus aus dem Schrank mit C? Okay, C passiert gar nichts. Piepen ist weg. Ich will auch nicht immer in den Schrank hängen, aber ich weiß halt nicht, wo es ist. Wenn ich sterbe, muss ich alles normal machen. Das ist unten nicht ein grüner Punkt, der da blinkt. Soll ich rausgehen oder nicht? Na komm. Ich höre es nicht laufen, das kannst du mir nicht erzählen. Ich sehe hier gar nichts. Da läuft es jetzt aber. Irgendwo rechts von uns. Mein Gott. 50% Erfolg einfach im Schrank verbracht. Wo ist es denn? Ich müsste es doch eigentlich sehen jetzt von hier aus, oder nicht? Naja. Okay, komm. Links gelaufen, lauf jetzt nach rechts dann? Ich weiß nicht, ich muss eigentlich auch da lang. Scheiße. Ich höre Schritte. Da wäre ein Schrank zu verstecken. Okay. Oh. Links war ein Durchgang. Ja, wir gehen links raus oder links rum. Gucken, wo es denn geht. Ich höre es aber noch rechts von mir. Ich glaube, ich warte noch mal kurz hier, bis es einmal vorbeiläuft. Wir sind schon so weit gekommen. Jetzt zu sterben wäre ultra ärgerlich. Oh Gott. Gut, dass ich gewartet habe. Ich höre sie direkt rechts neben mir.
Und es geht natürlich nach links, wo ich hin muss. Oder auch nicht? Warte, was? Ach, ich hasse dieses Spiel. Bevor ich das lesen konnte, war ich schon tot. Ich glaube, da stand die rechte Maus, dass sie drückt halten zum Atem anhalten oder so. Ach, komm schon. Ich bin wieder hier. Ach mein Gott, okay. Geh ich mir jetzt erstmal in den Ja. Eine Tragödie. Ich gehe mal die ganzen Sachen sammeln. Und dann sehen wir uns gleich wieder in diesem Passwortraum. So, wir sind wieder hier. Diesmal habe ich aber gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt wieder sterben sollte, muss ich nur hier reinlaufen und mir den Code abholen. 1702. Gut, jetzt Taktik ist durchspringen. Das haben wir bis jetzt schon mal gelernt. Das hat gut geklappt. 1702. Jetzt nicht Panik schieben und falsch Code eingeben. 1702. 1702. 1702. Auf und weg. Es war linksrum. Ne, es war nicht linksrum. Lauf weiter. Ist mir egal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, Rohrbombe. Die hab ich letztes Mal übersehen. Oder waren wir hier noch gar nicht drin in dem Raum? Speichern! Speichern! Bitte, 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 bitte. Ja, okay. Das bringt mich schon mal sehr weiter. Das heißt, wir waren hier letztes Mal noch gar nicht drin. Sehe ich es auf dem Sensor? Bin ich immer an Schrank campen. So, wie wir einen Speicherpunkt haben, können wir auch mal ein bisschen testen, was das Alien so mitkriegt. Okay, ich nehme alles zurück, ich habe Angst. Okay, das war's, glaube ich. Scheiß Stuhl. Okay, das links, rechts, links, rechts, links. Okay. Nein, nicht okay. Wir springen jetzt gleich einfach rüber oder so. Oh nein. Was macht das? Ich habe Stuhl umgestoßen, hat das das gehört? Mein Gott! Kommt das hier rein? Niemals, oder? Das ist viel zu groß. Oh. Einfach nicht bewegen, dann hört es mich auch nicht. Das passt niemals, passt das hier rein. Niemals passt das hier rein. Sind. Ich will einfach nur in den Schrank da rein. Alter. Das ist direkt wieder hier, glaube ich. Okay, merken, rechte Maus hast du. Ich halte schon mal gedrückt. Passiert nichts, glaube ich. Was geht da rein? Geh bloß weg. Oh, das macht mich fertig. Aber wir sind dicht. Wir sind dicht dran. Wir laufen. Warte, was? Wir waren ja schon da. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Da war der Speicherpunkt und hier müssen wir hin.
Oh. Okay, wir machen das so. Wir laufen dann rechts. Rechts raus, wieder hier rein. Drüber. Und dann darum. Okay. Rein, hier rein, 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 rein. Oh mein Gott. Und dann gehen wir da nicht raus. Hier kommen wir nicht weiter. Ist das ja gerade weggegangen? Auch nach links, meine ich. Das heißt, wir können hier lang. Und jetzt links rum ist die Schlüsselkarte. Bitte, 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 bitte. Ach nee, hier ist der Raum mit den Nummern. Da müssen wir zuerst hin. Okay, wir haben's. Nochmal hier rein und gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ich dachte schon, wir haben es geschafft. Okay. Wir müssen jetzt hier hin. Ich denke mal, hier wird der Weg weitergehen. Sinnvollste wäre es, nochmal zum Speicherpunkt zu kommen, glaube ich. Wenn wir das schaffen, dann wäre auf jeden Fall GG. Und Speicherpunkt aus, dann hier durch den Lüftungsschacht, da raus und da rein. Das sollte auch schon schief gehen. Wir warten einfach einmal, bis es kommt. Und dann gehen wir direkt zum Speicherpunkt. Ich höre es nämlich schon wieder links trampeln, rechts. Ich habe aus Angst eine Links-Rechts-Schwäche entwickelt hier. Es kommt jetzt natürlich nicht. Soll ich laufen? Ich glaube nicht. Ich hätte wahrscheinlich doch laufen sollen. Was war es nochmal für Raumnummern? 21, 26, 29, ne? Danach müssen wir Ausschau halten. Ach, wo ist es denn jetzt? Ist mir egal. Ich laufe jetzt hier so lange, bis es einmal vorbeiläuft. Dann laufe ich los. Sicher, sicher. Auf der anderen Seite. Egal, komm. Okay. Es ist dicht. Kommt es in unsere Richtung oder geht's weg? Es kommt in unsere Richtung. Dieses nervige Vieh. Ich glaube, es hat die Tür aufgemacht. Oder auch nicht? Mann, dieses Vieh macht mich fertig. Es kommt wieder nicht. Es steht einfach da. Jetzt kommt's doch, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Ich glaube, es klappt einfach unsere Tür ab. Na gut, es kommt nicht. Gehen wir durch die andere Tür raus. Wenn es da halt steht. Na, jetzt ist es komplett weg. Ist einfach nur bis zum Lüftungsschacht schaffen. Ich mache Risiko bis zum Speicherpunkt. Komm, komm. Sieht gut aus, komm, speichern. Bitte, bitte, bitte. Ja. Du dämliches Alien. Sie ist auch nicht, komm, einfach jetzt rein da. Schnell, schnell. Oh, sehr gut, das hat perfekt geklappt. Jetzt sehe ich es wieder. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr weit. Hier rechts raus, dann links rum. Ist direkt vor der Tür gewesen. Das heißt, es ist jetzt hier links, ne? Und es kommt wieder. Bitte, bitte. Ich hab's nicht gesehen. Oh, wenn ich S drücke, kann ich drauf gucken. Ich verstehe es noch nicht ganz. Oh, das ist irgendwie in den Lüftungsschächten der Decke. Ich hätte es ja gerade sehen müssen. Geh mal raus. Und guck mal hier, aber ich sehe es nicht. Hinter mir, egal. Wir nutzen die Chance. Steh auf.
hier rein? Schrank verstecken irgendwo? Da war ein Kartending, aber wir laufen einfach weiter. Okay. Guck mal kurz auf die Karte. Ein großer Rundgang. Hier müsste irgendwo die Karte zu finden sein, glaube ich. Was ist das? Open Close? Ich drück einfach mal. Was war das? Benutzen? Kein Plan, was das gebracht hat. Alien? Da hinten, wir gucken mal durch die Tür raus. Ich hör's, aber ich seh's nicht. Geh zum Kartentisch, komm. Wir gehen nicht zum Kartentisch. Bitte, hab mich nicht gesehen. Oh mein Gott, ich stand da einfach, hat hingeguckt. Kommt es? Sieht nicht so aus. Junge, Junge, Junge. Okay, es wird links von uns angezeigt, wenn ich es richtig verstehe. An dem grünen Geblinke da. Aber es scheint nicht dichter zu kommen. So, wir laufen raus. Und lehnen einfach mal in die andere Richtung. Da ist noch ein Kartentisch. Hier können wir uns nur verstecken. Brauchen wir gerade aber nicht. Um 27. Um 27 war nicht auf der Karte, meine ich. Ich schoss. Bitte, bitte, bitte. War nicht. Es. Die Türen haben sich nur bewegt. Alles gut. Also Raum 27 kann es, glaube ich, nicht drin sein. 21, 26, 29. Heißt diese Zahl unten links jetzt, dass es 40 Meter hinter mir ist? Und es gerade dichter kommt? Ich glaube ja. Die Tür geht auf. Ich hab's gehalten. Oder was stand da? Stand da nicht RMT? Ach, das ist so unfair, Alter. Was stand da? Richtig Maus hast du oder nicht? Ich hab schon gedrückt gehalten, bevor es überhaupt kam, diese Nachricht. Ups. Wo sind wir jetzt? Ach, genau hier. Egal, wir haben keinen großen Fortschritt verloren. Einfach mal durch. Wir wissen ja jetzt, wo es lang geht in etwa. Oh Gott, ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht gekriegt und mich ultra erschrocken. Gut, wir sind hier. Gehen wir schon mal schnell. Ich sehe es nicht auf dem Detektor. Da wäre der Kartentisch. Ich traue mich aber gerade nicht hin. Wir brauchen ihn auch nicht unbedingt. Raum 27 habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Wir schnappen uns das hier und gehen in 26, eine Möglichkeit, die Karte zu finden. Wir haben einen Schrank. Notfallüberbrückung. Komm, drück ich mal. Ach, jetzt ist es zu. Nice, wir haben uns eingeschlossen. Ah, okay. Wir sind erstmal sicher. Ich hoffe noch nicht ganz, was das hier bringt. Was haben wir hier draußen? Einen Knopf, um die Tür zu machen. Was bringt mir das, wenn ich drinnen sitze und auf Toilette muss? Inventar ist voll. Bindemittel. Alles voll. Außer Betrieb. Hier scheint es mir nichts zu geben. Können wir 26 schon mal... Ach, das ist nur kurz überbrückt. 26 schon mal abschließen. Oder ausschließen, nicht abschließen. Geht's hier durch oder nicht? Tür verschlossen. Natürlich. Gut. Hier wird auch zu sein. Sehen wir es irgendwo? Nee. Gucken trotzdem nochmal hier rein. Sind wir letztes Mal gestorben? Können wir Fenster aufmachen oder so? Ah ja. Können wir jetzt vielleicht das Alien sehen in irgendeinem anderen Raum?
sehe es gerade nicht. Auch nicht dieses Fenster. Oh, Ausweiskarte. Hä? Dass ich das alles übersehen habe gerade. Gerade richtig im Tunnelblick. Oh, der Lebensmelder hat irgendwas gesagt. 70 Meter noch da. Das müsste da um die Ecke sein direkt. Kommt es dichter? Sieht nicht so aus. Das war nur das Gitter. Da waren wir schon drinnen. Wo ist es? Was haben wir da links? 29. Okay, hier liegt eine Menge tote Leute rum. Zumachen. Keine Hoffnung, da. Hier müsste es sein, irgendwo. Suchen. Schlüsselkarte, oder? Ja. Was benutzen wir hier? Keine Ahnung. Okay. Ist bloß nicht sterben. Jetzt kehren sie zu Dr. Kuhlmann zurück. Ja, da kam ich mal. Da hab ich einfach einen Stich gelassen. Sehe ich ihn? Nee. Durchsuchen wir nochmal die Leiche. Die ist leer. Okay. Ich sehe ihn nirgends auf dem Scanner. Hier wäre noch ein neuer Raum. Ich guck da mal rein. Informationsterminal. Nein. Bitte nicht. Es ist direkt neben mir. Da ist ein Schrank. Da ist ein Schrank. Shit. 14 Meter hinter mir. Warte, nur die Karte haben. Jetzt brauchen wir unbedingt einen Speicherpunkt. Meter oder Zentimeter. Oh mein Gott. Die rechte Maus hast du so reingedrückt. Jetzt schon. Was? Ach komm. Wie soll man denn so schnell reagieren? Ich habe nicht mal lesen können, was da stand. Ach komm. Aktuellen Speicherstand laden. Wir wissen jetzt, wo die Karte ist. Die Frage ist nur, habe ich irgendwas Wichtiges verpasst, wenn ich jetzt nicht nochmal hingehe, wo ich gerade war? Habe ich irgendwas aufgesammelt, was wichtig war? Ich glaube nicht. Wir wissen jetzt, nach rechts ist der richtige Weg. 29. Schlüsselkarte. So, haben wir. Der ist immer noch leer. Der ist immer noch leer. Hier können wir es überbrücken. Das habe ich gerade nicht gemacht. Mal sehen. Luftreinigung ist aktiv. Bringt das irgendwas nicht zu ändern? Ich glaube nicht, oder? Oh Gott, oh Gott. Ist es wieder hier, ne? Ja. Aber wo ist es? Es bewegt sich schnell. Okay, es ist weg. Genau. Kommt es? Nee. Laufen wir mal kurz hier durch. Nur um zu sehen, was hier noch ist. Wir haben noch ein Loch zu verstecken. Ruhm 22. Komponente unnötig. Fenster auf und zu machen brauchen wir auch nicht. Was das Benutzen da bringt, habe ich noch nicht ganz gescheckt. Aber wie es aussieht, gibt es hier nichts. Oder was ist das hier? Gut, wir haben es theoretisch alles erkundet. Tschüss, tschüss. Kletter, kletter. Oh mein Gott. Das war direkt da vorne. Ist es über mir? Gott, oh Gott. Es ist
weg, wie es aussieht. Aber einfach weiter. Schon genug Zeit verschwendet. Hier links sind wir gerade gestorben. Das ist das Informationsterminal, was ich noch gerne lesen würde. Das Alien ist hier. Gut, wir verstecken uns hier und ich halte alle Tasten auf meiner Tastatur einfach mal gedrückt. 70 Meter ist eigentlich ziemlich weit weg. Und es bewegt sich nicht. Okay, es geht. Noch einmal schnell ran hier, komm. Aufwachraum. Ich habe soeben einen Patienten gefunden, der seit Tagen im Aufwachraum fest saß und sich diesen Scheiß über schönen Sonnenaufgänge und frischem Frühstück anhören musste. Uns wurde aufgetragen, die Anlage im Zuge der Stilllegung zu räumen. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Pflicht gegenüber der Patienten ignorieren können. Das darf nicht nochmal passieren. Freigeben. Angststörungen, Schienbeinfraktur, bla bla bla. Okay, nichts Interessantes. Audio. Fehler, Zubehör nur. Oh mein Gott. Bitte geh weg, bitte geh weg. Es kommt Lichter, die Zahl geht runter. Die Zahl geht schnell runter. S, rechte Maustaste, ich habe beides im Anschlag. Das glaube ich links. Hä? Was muss ich denn machen? Ich raff's nicht. Kann es sein, dass ich zu blöd bin? Junge, die Folge wird noch 2 Stunden gehen, wenn das so dauert, wenn das so weitergeht. Mein Gott. Aber ich will die Schlüsselkarte halt noch holen in dieser Folge. Wäre ja auch blöd, jetzt so einen Cliffhanger zu machen. Auch wenn ich sie ja theoretisch schon hätte, die Schlüsselkarte, oder hatte. Ah, shit. Geht das weg? Ja. Ich möchte die Schlüsselkarte holen und bis zum Speicherpunkt kommen. Das hätte ich schon gerne. Was bringt die Karte? Ah, die zeigt die Räume, okay. Das Gute ist, wir müssen da jetzt nicht mehr reingehen. Wir wissen jetzt, was da steht. Nichts Interessantes. Oh, Revolvermunition. Hat sich gelohnt zu sterben. Es kommt dichter. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Wir gehen trotzdem nochmal hier rein. Und knacken mal hier die Tür auf. Mal sehen, was passiert. Oder Druck. Na toll. Das hier. Das hier. Und das hier. Komm, komm. Nicht mal so lange gucken. Wo sind wir jetzt? Ich weiß, wir sind im Arsch. Wir sind komplett im Arsch. Schon mal auf die Karte gucken. Für Informationen. Speicherpunkt. Ah, okay. Ich weiß, wo es hingeht. Hat sich also schon mal gelohnt, die Tür aufzumachen, theoretisch. Wir müssen überleben. Hat das mich nicht gesehen? Was wir doch gesehen haben. Nö, ist weg. Da oben rechts sieht man es kurz. Es kommt dichter. Ist rechts vorbeigelaufen. Wenn es jetzt rechts ist, nutzen wir die Chance. Cool, dreh ich jetzt nicht um. Dreh ich jetzt nicht um. Sehr gut, dämlicher Trottel. Speicherpunkt. Okay. Schnell. Was? Gott, ich weiß, ich hab gesagt, wir hören jetzt auf. Aber wir wissen gerade, wo das Alien ist. Nevermind. Ich dachte, wir laufen jetzt nach links einmal schnell weg. Aber wie es aussieht, kommt es schon zurück. Oder? Ja. Ich stehe einfach so alles vorm Schrank. 6 Hocker und ein Mülleimer. Aber es kommt nicht dichter.
bewegt es nicht mehr. Wir gucken einmal kurz. Wenn wir es schaffen, zum Müller zu laufen oder wie der hieß, dann machen wir das. Wann ich müsste das nächste Folge machen. Steht er jetzt hier direkt vor der Tür? Wahrscheinlich ja, ne? Ja. Ja, tut er. Er hat ganz kurz seinen Schwanz gesehen. Wird er wahrscheinlich als nächstes hier reinkommen? Ne, er läuft weg. Mein Gott. So, einfach durch. Laufen, laufen, laufen. Mal rechts rum. Was ist hier links? Nix, wo wir hin müssen. Ist die Tür aufgemacht oder das Alien? Ich glaube ich. Oh, ich weiß, wo wir sind. Das sind diese Kackräume mit den Sounds die ganze Zeit. Links? Nee. Hier lang. Und hier durch. Komm, komm, komm. Ich glaube, hier sind wir richtig. Da können wir uns verstecken. Hier können wir uns verstecken. Verdammt, Coolman! Oh. Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugangscode! 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. Okay, mach das. Ich hätte jetzt aber gerne einen Speicherpunkt. Da war noch irgendwo einer, oder? Ja, hier. Oh, okay. Ja, speichern. Gut, das ist aber ein guter Endpunkt, würde ich sagen. Dann können wir jetzt in der nächsten Folge mit dem dämlichen Doktor runterfahren und Medizin für Taylor holen. Ich habe ihren Namen fast schon wieder vergessen. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn ich mal wieder ziemlich oft gestorben bin. Aber dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.